Hallo Fußballfreunde und Skatfreunde. Zur Bundesliga-Preis-Skat-Urrumpeltour im FC Schuttle begrüße ich euch aufs Herzlichste. An die beiden Skatturniere in Schweppenhausen und in Langenlohnsheim erinnere ich mich gerne. Mit den Urrumpeln würde ich liebend gerne heute unterwegs sein. Ein frisches Bit trinken und einen zünftigen Skat dreschen. Leider bin ich schon heute mit meinem Team im Vorbereitungslager zum morgigen Spiel in Wattenscheid. Ich hoffe, ihr drückt meiner Mannschaft und mir die Daumen. Schade, dass Piccolo Uli aus den Ihnen bekannten Gründen nicht mit von der Partie sein kann. Besonders begrüßen möchte ich an dieser Stelle Dr. Bollo, den Erfinder der Schulterklopfmaschine, Winfried, der schnelle Wirt aus Genheim, Richard aus Spall und alle anderen. Ich hoffe, ihr seid mit einem gesegneten Durst ausgestattet und habt ein gutes Blatt bei den kleinen Skatturnieren. Gut Blatt und bitte ein Bit wünscht euch euer Friedel. Wir sind etwas im Zeitdruck, deshalb wollen wir pünktlich beginnen. Wir haben ein langes Programm vor uns. Politiker sind unter uns. Einer ist auch unter uns, der Hausherr unserer 1200-jährigen Gemeinde. Sagt doch der Name dieser Halle, Keltenhalle, zurückführend auf den Fürstenschmuck der Kelten, dass hier in der Auslaufzeit der Latenekultur keltische Ansiedlungen bestanden. Vertreten nochmals durch Herrn Jochen Weinhardt und Herrn Krümmling. Einen schönen Nachmittag. Ich
Ja. So, jetzt wird es kompliziert. Ja. Hand hat alle Hand. Für mich wird es sehr kompliziert, ja. Aha, das muss so laufen. Und Caro. Nee, das ist echt schlimm hier an dem Tisch. Es ist echt schlimm an dem Tisch hier. Es ist echt schlimm. Warte, gut mal. Und rum. Dicke, fette Dinger hier. Und Caro, ehrlich? Zurück. Und wer war der Beste beim HSV? Ja, Hubble. Oh, stark, ja. Tschüss. So, sind wir jetzt hier. Und Herr Saftig, es ist mir gesagt worden, Sie erzählen gerne Witze. Alle warten gespannt darauf. Aber jetzt kommt einer, Reinhard Saftig. Ja, ich glaube, wir wollen alle Skat spielen und ist ja keine Kartensitzung hier. Aber trotzdem erzähle ich mal einen dann. Tünnes und Schell treffen sich in Köln. Tünnes hat einen schönen Hund dabei. Sagt der Schell, hast du einen wunderbaren Hund, willst du ihn nicht verkaufen? Ich suche gerade so einen. Da sagt er, verkaufe ich dir. Was willst du dafür haben? Ja, sagt er, 30.000 Mark. Was bist du denn bekloppt? Für einen Hund 30.000 Mark? Also such doch mal einen Blöderen. Woche später treffen sich wieder, er hat den Hund nicht mehr dabei. Sagt er, was hast du mit deinem Hund gemacht? Er sagt, habe ich verkauft. Was hast du gekriegt? Dann sagt er, 30.000 Mark. Da glaube ich ja nie und nimmer. So einen Bekloppten hast du gefunden. Das glaube ich erst, wenn es mir das Geld zeigt. Ja, so hat der Tünnes so direkt die Bar, hat der andere nicht bezahlt. Ich habe den Hund eingetauscht gegen zwei Hühner, 15.000 Mark. Was hat er damit? Guten Tag! Das ist alles.
Felix, eine Frage, heute Abend das Spiel, gewinnen wir oder nicht? Auf alle Fälle wird es besser als gegen Brasilien. Also, es wird besser als gegen Brasilien. Drücken wir unserer deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Das erste Prominentenpreis-Turnier 1992 in Bad Algesheim. Vielen Dank, wir bedanken uns bei allen Organisatoren und wünschen jetzt schon frohe Weihnachten, guten Rutsch und vielleicht im nächsten Jahr.